Puh. Also, der Kampf hat jetzt nicht mehr so lange gedauert. Vielleicht seit dem letzten Cut im Prinzip, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, bin ich noch einmal gestorben. Und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich wusste, wie ich den ganzen Fähigkeiten dodgen muss. Am Ende bin ich im Kreis gerannt, weil ich durch dieses ganze Bier und was ich dabei, diesen ganzen Alkohol, mein Leben wieder komplett auffüllen musste. Komplett. Das war ein bisschen... Aber sonst war alles super. Ein umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Über Geschmacksfragen fange ich keinen Streit an. Das ist weder interessant noch produktiv. Dieser Hexer hier hat von Natur aus eine Abneigung gegen offizielle Anlässe. Binnen kurzem muss er eine solche Veranstaltung besuchen. Das dürfte der Grund für seine Gereiztheit sein. Bitte versuch es nicht persönlich zu nehmen, Meister Schneider. Er sollte dir leid tun, da er unter Lampenfieber leidet. Er schlottert, weil er keine Ahnung hat, wie man sich in Gegenwart der Herzogin beträgt. Das sollte er auch. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, ich bin so breit wie ein Tischler. Die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit. So ein bisschen sie sieht da aus. Zeremonien, Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Komm, das ist jetzt das Ende, deswegen... Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los! Herzlosigkeit! Ich schon. Ja. Es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Vielleicht war sie es auch selbst. Die Herzlosigkeit. Vielleicht wollte sie den eigenen Namen im Kasi geben. Guck ihn dir mal an. Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers.
Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, vier. Einer pro Brief. Nur vier? Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten zwei verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Ich meine, es ist ein Bettler, ne? Woher hatten Sie die Briefe? Gefunden? Zugesteckt gekriegt? Weiß ich nicht. Sie kamen einfach, gaben mir einen Brief und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Hexer! Nix gibt's. Geh weg. Geh weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Das ist die Obdachlosenunterkunft hier, oder was? Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Schlägerei. Schlägerei. Der hat schon keinen Bock mehr. Der schüttelt schon den Kopf. Was ist Sprung? Ey, Geralt, was ist los? Hey, 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 hey. Alter, jetzt sind wir mal hier. Du bist vielleicht ein Volltrottel. En garde. Hey. Treib mich so ein bisschen in die Ecke hier. Da muss ich mal raus. Ein Hexer? Das ist doch ein Depp, kein Hexer. So viel dazu. Na schön. Ich verstehe schon. Schaut auf die Fresse. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen, aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt.
So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Interessant. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Es sind aber nur 3. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Interessant. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. So groß waren die Zettel aber nicht. Brief, der das 5. Opfer enthüllt. Verdammt. Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Ein Bild. Von ihr selbst. Oder von der Herzogin. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Also doch, die Herzogin. Ist das Bild jetzt vollständig? Was? Das ist die Frage. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. Und wir haben sie... In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst 4 scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Vielleicht kommt sie dann ins Land der Märchen. Und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können Und die wollte vielleicht mit dir spielen, für alle Zeit. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Olé. Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit.
Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Mère Lachaise Longue. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlaff und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sianna nicht leiden kannst. Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Verdammte, ja, der ist auf Rache aus. Und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt, ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. So ist es nun. Ich will trotzdem die Wahrheit erfahren. Und die Wahrheit werde ich erfahren. Trotzdem sieht den Aufzug, den er sich herangeholt hat, recht lächerlich aus. Irgendwie. Eine Hure. Kann ich vielleicht dann noch ein bisschen näher ran? War oben im Palast nicht ein eigenes Ding? Genau. Es müsste jetzt theoretisch vorbei sein. Dann kann ich... die Aufnahme geht jetzt zu diesem Zeitpunkt 4 Stunden. Und kann ich es jetzt auch fertig machen? Ganz ehrlich, jetzt ist 4 Uhr morgens. Scheiß drauf. Heute ist... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob heute Montag oder... Heute ist Montag. Das ist sehr gut. Was heißt sehr gut, das ist nicht schlecht. Viele Wachen sind hier jetzt aber nicht, die ich überwinden muss. Ah, okay. Halt! Ich muss dringend mit Sianna sprechen. In welcher Sache? Ich muss sie befragen. Es sind neue Fakten ans Licht gekommen. Die müssen geklärt werden. Anscheinend hat sie geplant, die Herzogin umzubringen. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Das war nicht sehr schwer. Ich habe das Gefühl, dass noch irgendein Plot-Twist kommt. Ich weiß es nicht. Es ist noch zu viel Spannung da. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius' Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das 5. Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaff ist tot. Reicht das nicht? Sianna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Das hier, die hat gesagt, die hat dir alles verziehen, außer dass sie vergessen hat. Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt.
Das kann schon sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber Leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt. Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anarietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen? Hm? Hat sie nicht gesagt, sie vermisst sie? Er war ein Kind. Sianna, du wurdest verbannt, als sie wie alt war? 12? 13? Sie war noch ein Kind. Was hätte sie machen sollen? Rebellieren? Einen Staatsstreich organisieren? Das Siegel deines Vaters stehlen, um eine Begnadigung zu fälschen? Sie war machtlos. Sie hat dich nicht aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil du ihr egal warst, sondern weil es so schlimm für sie war, als du gingst. Anders kam sie mit dem Schmerz nicht zurecht. Es war dein Ernst im Land der tausend Märchen. Du willst unbedingt ein gutes Ende, was? Das ist der Plan. Und wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sianna. Vielleicht verzeiht sie ihr jetzt. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, komm. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen.